Willkommen zurück zu Sekiro. Ich bin euer Führer Bo und wir probieren jetzt einfach mal die gute olle Butterfly Lady aus. Ja, jetzt geht's hier runter. Ich bin gespannt, ob ich die überhaupt hinkriege. Ich glaube eher nicht, aber gut. Wir testen mal, wenn wir den Schlüssel bekommen vom Wolf. Und holy shit. Hey, das ist der junge Herr. Schauen wir mal. Tschü. Ahoi. Chocho yo. Mina, doko e itta no da? Miko-sama. Genjutsu ka? Hisashii na. フクロウのせがれよ。お嬢殿。言ってください。そなたは。なすべきことをなすのです。わかりました。Oh boy. Ich bin aufgeregt as fuck. さて、やろうか。せがれ殿。Vitalität und Haltung. Je niedriger die Vitalität, desto langsamer die Haltungserholung. Je langsamer die Erholungsrate wird, desto röter wird die Haltungsanzeige. Gegen Feinde mit schneller Haltungserholung ist die Auswahl. Ist der Ausweichkonterangriff ideal? Bei niedriger Vitalität des Feindes sind die Angriffe gegen die Haltung sehr wirksam. Ausweichtrillen und dann, ja, okay. Zeigt uns das Spiel sogar. Okay. So. Aua. Holy shit, ist die schnell. Na, macht sie jetzt wieder. Holy shit. Komm mal her, du Olle. Aua. So. Aua. Okay. Sie tanzt aber um mich. So. Ja, das war ein bisschen fail. Aua, aua, aua. Ach ja, komm on. Oh, du mit deinen blöden Scheiß-Tricks. Aua. Oh, sie kann auch solche Tritte. So. Aua. Au, au, au. Alles klar. Verlier mal deine Haltung nicht. Holy shit! Oh mein Gott! Du warst doch ein Welpe. Fick dich! Oh fuck! Die Olle wird hart. Das Schlimme ist, die hat auch noch zwei Phasen. Oh, ich hab noch ganz viel Geld gehabt. Ups. Ah, egal. Will ich die Olle wirklich schaffen? Ja, natürlich. Von der kommt sowas an. Ich block doch.
So. What the? Okay. Eine scheiß Haltung. Oh fuck. Was? Alles klar. Nervige Olle. So. Oh. Oh ja, natürlich. Natürlich. Was hast du für eine Reichweite, Bitch? Oh ja. Ich hab geblockt. Ich hab doch geblockt. Oh. Du fickst mich richtig hart. Du fickst mich richtig, richtig hart. Holy shit. Die Utilität haben wir jetzt schon 10, haben wir 11. Wow, das ist irgendwie gefühlt gar nichts. Wir könnten auch noch Fähigkeiten erlernen. Shinobi-Blick gewährt die latente Fähigkeit Shinobi-Blick, die durch Schaden für die Haltung nach einem erfolgreichen Kill-Counter erhöht. Oh, das ist natürlich auch nice. Muss man sagen, was haben wir noch? Geräuschunterdrückung. Eine latente Fähigkeit, die Bewegung unter... Aha, was haben wir hier noch? Flugparieren. Ermöglicht Abwehr oder parieren feindliche Angriffe in der Luft. Kanone und andere Projektilwaffen fügen Zielen in der Luft zusätzlichen Schaden zu. Diese Technik kann diesen Schaden verhindern. Shinobi lassen sich nicht so leicht abschießen. Das Shinobi Karma Körper gewährt die latente Fähigkeit Shinobi Karma Körper. Erhöht die maximale Anzahl an Geistemblemen, die du besitzen kannst. Okay, was haben wir noch bei den Prothesen? Ach, das war ja auch noch eine Fähigkeit, die eigentlich ganz cool ist. Ich glaube, ich ging hier sehr aufmerksam ist. Was haben wir hier noch? Ein Drehsprungangriff. Okay, warte mal, den noch. Was haben wir hier noch? Fangzahnklinge. Gewährt den Shinobi-Kampfkunst Fangzahnklinge. Lässt nach dem Einsatz bestimmter Prothesenmodule gleichzeitig Angriffmodule von Schwert und einen Vollangriff für ein Modul. Geeignete Prothesen. Ruf, und Shinobi-Feuerwerk. Okay. Ach, das geht sogar noch weiter. RT nach Einsatz bestimmter Prothesenmodule. Ah, das hätte ich ja schon mal lesen sollen, ne? Cool. Gut, hier haben wir noch zwei Pünktchen. Die würde ich gerne... Oh, dankeschön. Hier wurde gerade was Leckeres gebracht. Das Flugparieren lernen wir auch nochmal. Einfach nur, um sicher zu gehen. Danke. Prothese-Folgeangriffe. Spezielle Schwertangriffe können direkt nach dem Benutzen von Prothesenmodulen eingesetzt werden. RT Prothesenmodul benutzen, RB direkt in Anschluss Folgeangriff. Die Steuerung für Folgeangriffe ist im Ausrüstungsmenü einsehbar. Okay. Das ist immer noch gesperrt. Ich weiß, was das ist. Okay, das ist. Das scheint eine indirekte Taktik zu sein. Gut, dann wollen wir mal. Warum treffen die immer? Warum? Bullshit. Sterben. Tod. Oh, ich hasse diese Olle. Oh, kriegen wir jetzt schon wieder eine Zwischensequenz oder was? Nee. Ich hab keine Kügelchen mehr. Das ist bitter. Ich hab echt keine Kügelchen mehr. Aber warum kann ich nicht... Ja, geil, wo krieg ich jetzt Kügelchen her? Puh. Oh, die Tür ist kaputt. Ja gut. Die Olle kriege ich auf jeden Fall nicht hin. Würde ich jetzt mal behaupten. Wir den abmoxen können. Oh lol. Ich will eigentlich den anderen erst abmoxen. Gib mir Kügelchen! Los, Kügelchen her! Sie haben keine Kügelchen für mich, ne? F-
Fuck. Ich habe keine Kügelchen mehr. Das ist bitter. Na gut, dann machen wir woanders weiter. Wohl oder übel müssen wir hier weitermachen. Ich habe keine Kügelchen mehr. Wo soll ich denn jetzt? Warum kann ich mir schon endlich Kügelchen beim Händler kaufen? Puh, fuck. Einen Kürbissamen haben wir auch nicht bekommen. Die Olle ist hart. Wie gesagt, ich habe Leute gesehen, bei denen war die super einfach. Und ich brauche einfach 50 Millionen Versuche. Ich gebe mir Kügelchen. Wer hat mich wirklich das Objekt ist ausverkauft? Warum? Ja, dann haben wir jetzt noch die Möglichkeit, noch einen Boss zu machen. Geil. Von einem Boss zum nächsten Boss. Aber der Boss sollte einfacher sein. Denn, der ist Feuer. Empfindlich. So. Zack. Hoa. Ja, hau doch zu! Was ist dein scheiß Problem? Ich block nicht. Hä? What the fuck? Was war das denn? Was war das denn von ihm? Holy shit, er hat einfach nicht geblockt. Ja, ich würde da gerne hoch spielen. Kann ich da nochmal rüsten, ne? Geil. Bevor der Bosskampf begonnen hat, direkt schon tot, oder wie? Hallo, Spiel? Ist mein Spiel gerade kaputt gegangen? Okay, interessant. Wie funktioniert mein Spiel gerade nicht gefühlt? Ach, der Gockel. Interessiert mich der Gockel. Zack. Ach, guck mal. Und plötzlich ist er tot. Holy shit. Dieser Boss, der wird mich umbringen. Warte mal, warte mal. Und jetzt ist er frei. Er mag kein Feuer. Das ist unser Vorteil. So. Zack. Und da haben wir ihn das erste Mal. Ui. Da landet er nochmal. So. Greifangriffe. Greifangriffe können nicht pariert werden. Die übrigens der schon der User-Boss gemacht hat. Jetzt, also Tutorial ist jetzt den hier. Du kannst feindliche Angriffe mit einem gut ausgetypten Ausrichtstrick entgegen. Du kannst feindlichen Angriffen mit einem gut getimten Ausweichtritt entgegen. Was lese ich gerade? Selbst die stärksten Angriffe sind ohne Konter nutzlos. Okay. Und er hat mich. Aber lässt mich am Leben. Ich hätte gerne mal ein Öl wieder. Was machst du? Komm. Mal deinen Sprungangriff oder so. Aua. Okay. So. Ach, ich kann ja draufschlagen, Stepp. Nein. Aua. Oh, holy shit. Weg, weg, weg.
Weg, weg, weg. Oh, ich kann meine Fähigkeit nicht nutzen. Und er hat mich. Nein. Nein. So knapp. Ah. Er hatte nicht mehr viel. Er hatte gar nichts mehr. Ach nein. Ich hätte vielleicht die Fähigkeit nutzen, dass wir mehr Geisterembleme haben können. Hätte ich das Feuer so zu können, hätten wir sie gehabt. Direkt auf Anhieb. Kann ich die Fähigkeit vielleicht jetzt noch erlernen? Da brauche ich zwei Dinger für. Fuck. Das wäre natürlich gut gewesen, das zu haben. Wäre natürlich noch besser gewesen, ein bisschen Heilkügelchen zu haben. Hätten wir den auch noch besiegen können, theoretisch. Aber gut, haben wir nicht. Müssen uns also mit dem, was wir haben, begnügen, sage ich mal. Ist der eigentlich frei, oder? So. Machen wir so lange auf ihn ein, bis es... Okay. So, ist er schon mal voller Öl. Zack. Kann man schön noch draufschlagen. Oh. Oh, das war knapp. Hier nehmen wir ein bisschen Öl. Jetzt sollten wir eigentlich das erste Mal haben, oder? Jawohl. So. So. Jetzt haben wir, können wir es noch einsetzen. Okay. So. Oh, er hatte mich schon wieder. Wow, holy shit. Ich wollte nicht zum Boss direkt. Holy shit, wo willst du hin mit mir? Vielleicht mal ein bisschen hier hin. Holy shit. Immer noch ein bisschen Öl. Aua. Oh, wir haben ihn. Sehr schön. Den Boss haben wir wenigstens hingekriegt. Darauf sinken wir, trinken wir erstmal eine Gebetsperle wieder bekommen. Oh, Shinobi-Medizin, Rang 1. Eine latente Fähigkeit, die die Heilwirkung von Erholungsarbeiten erhöht. Medizinisches Wissen ist für das Überleben eines Shinobis unverzichtbar, da Wunden im Kampf unvermeidlich sind. Der einzige Weg, solche Techniken zu lernen, ist, wieder und wieder von würdigen Gegnern verletzt zu werden. Okay, wir haben ihn besiegt. Egal, gab jetzt aber nicht so viele Punkte für. So, hier oben war noch einer. Einer mit Speer. Ich hasse Leute mit Speeren. Wo willst du hin? Stirb. So. Reichtum. So. Jetzt können wir da hoch. Nachtschwalbenfernrohr. Ein Bambusfernrohr. Shinobi haben gute Augen, aber mit diesem Rohr können sie noch weiter sehen. Die Nachtschwalben-Ninja dienen Isha Ashina. Sie bewachen die Dächer der Ashia-Burg und suchen mit scharfen Augen nach Eindringlingen. Nachtschwalbenaugen entgeht nicht viel. Okay. Klingt böse. Was haben wir hier? Kann von der anderen Seite geöffnet werden, natürlich. Ich habe noch niemanden dieses Item einsetzen sehen, by the way. Ich weiß, hier ist direkt noch ein Boss. Oh, Kürbissam. Cool. Und noch ein Keramiksplitter. Okay.
So. Boah, bei meisten Heilung nichts mehr, ne? Gar nichts mehr, sind so empty. Das ist heftig. Geht der durchs Gras oder? Der geht ernsthaft hier durchs Gras. Willst du mich eigentlich verarschen? Hoffentlich sieht er mich nicht. Oh, sieht mich nicht. Zack. Keramiksplitter, wow. Wir können so hier langhangeln. Oho. Ganz Shinobi. Obwohl ich mich auch frage, ich würde nicht mit dem Schwert in der Hand hier rumhangeln. Ich meine, der stützt sich gerade auf zum Handgelenk ab oder was macht der da? Oh, da ist noch ein Gegner. Okay. Geht der auch weg? Das ist jetzt die Frage. Da ist noch einer. Okay, der scheint da immer zu sein. Puh, ganz schön wie hoch. Ne. Doch, der sieht mich gar nicht. Zack. Handverlasche. Hab ich jetzt gesehen? Ach nö, jetzt habe ich mehrere gesehen. Dann gehe ich mal lieber. Tschüss. Ich muss mich so noch heilen. Hoi, 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 hoi. Aber den haben wir endlich fertig. Was? Ja gut, die komische Butterfly Trissy. Die brauchen wir wahrscheinlich noch, aber wir können nur noch reisen, eh. Dann gehen wir nochmal hier hin. Denn wir haben ja noch unseren Kürbissamen jetzt. Dann heißt, wir haben nochmal ein Trinken mehr. Puh, was viel ausmacht. Schade, ich bei allen hier nichts einkaufen kann. Ich freue, dass ihr gekommen seid, werter Wolf. Aha, was willst du denn? So. Hier. Bitteschön. Es gibt Frischemal, es wird kein Heilmittel. Okay. Na gut. Eine Prothese hatten wir nicht gefunden gehabt, oder? Oder? Ne. Noch nicht, okay. Ja, der stirbt davon nicht. Wahrscheinlich können alle anderen NPC sterben, nur ja nicht. Wäre kack, wenn du dann deine Module nicht mehr aufwerten könntest. Frage ist, kann der eigentlich krank werden hier? Hallo du. Nö, er kann anscheinend nicht krank werden. Okay. So. Boah, ich habe Bosse in diesem Spiel gesehen und ich denke einfach nur so, what the fuck, wie soll ich die schaffen? So, dann gehen wir nochmal hier. Ja, hier hin. Ja, wir müssen hier noch weiter und da gibt es auch noch Personen, die ich gucken möchte, wegen der Fäulnis, ob die kranker geworden sind, weil wir ja jetzt noch mal ein paar Mal gestorben sind. Zum Glück nicht so viel bei zwei Bossen. Eigentlich drei Bossen. Stirb, du blöder Gockel. Zack. Geschlitzt habe ich dich. Bietest du jetzt vielleicht neue Waren an, weil ich den Boss da besiegt habe? Leider nicht. Finde ich ein bisschen schade. So als Belohnung, dass du wenigstens einen Boss besiegt hast. Ah, aber der Schmetterling, der ist auch hart. Den Yuzu, den konnten wir wenigstens durch Shinobi-Geschicktheit, Kappa, besiegen. Aber den Schmetterling, den Krimchen. Warum hat das jetzt lange gedauert, da hochzukommen? Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Spiel ist heute broke. So. Er ist auch nicht krank, okay. Brauche ich überhaupt Asche und Keramiksplitter und sowas? Ansonsten könnte ich die einfach verkaufen, oder? Denke ich mir die ganze Zeit so. Okay, er weint wegen seiner Mutter. Oh. Geht auch da hoch. Okay, die ist auch nicht kranker geworden. Müssen wir es also erstmal noch nicht teilen, würde ich sagen.
Dann sind wir noch nicht oft genug gestorben, Gott sei Dank. Also ist nicht schon doof, dass man halt nur bestraft wird, wenn man stirbt. Heißt, sag mal, sollte es wirklich so verdammt gute Spielerspiele geben, die jeden Boss als Beispiel One-Hit schaffen. Also beim ersten Try, First Try schaffen. Die haben ja, wenn die von dieser Drachenfeule nie was mitbekommen. Die werden sich denken so, Drachenfeule, was ist das? Kann man das essen? Hier halte ich fest, Shinobi. Oh ja! Stirb! So, so muss das gehen eigentlich. Oh, Kügelchen, 3 Stück direkt. Oh ja, geil, danke. Du bist ein Engel. Ich liebe dich. Wen immer ich da gerade abgemuxt habe. Holy shit, 3 Kügelchen haben wir bekommen. Ah, da unten ist der General. Der Big Boss Player. So, dann gehen wir uns nochmal hier lang. Oh. Aber wir bleiben einfach mal hier stehen, gucken, wie das Spiel darauf reagiert. Da ist auch noch eine Tür offen. Okay, da geht es auch noch lang. Es gibt so viele Wege hier. Da geht es auch noch zu einer Burg. Da ist eine Burg. Holy shit. Warum gibt es hier so viele Burgen? So. Du bleibst da stehen, okay. Komm durch wieder um, dass ich dich töten kann. Da ist nix. Oh ja! Ach, ich komm da ja nicht. Warum muss der auch immer direkt schießen? Das ist unfair. Oh, der Boss ist alarmiert. Das ist jetzt unpraktisch. Würde ich sagen. Na, sollte er jetzt hinkommen, versuche ich ihn. Obwohl, das ist in dem engen Raum, glaube ich, ein bisschen schwer. Na, noch können wir nicht nehmen. Na, kommst du hier hin? Okay, scheinbar will er nicht. Hui, zum Glück waren wir eins mit der Wand. Hab ich doch verarschen, oder? Ihr wollt mich doch verarschen. Kommt der jetzt hier rein, der Boss? Vor allem, er weiß einfach immer instant, wo ich bin, ne? Guck mal, er schießt immer noch auf mich. Ist er wieder alarmiert, oder was? Guck mal, er guckt sogar zu mir. Er weiß nicht, dass ich hier bin, aber er guckt zu mir hin. Ist doch unfair. Was, er kommt hier lang? Holy shit, sag mal nicht, der kann hier rein. Ach du Scheiße. Er kann einfach hier rein. Oder nicht? Ne, rein kann er nicht, oder was? Oder will er gerade nicht? Ich hasse diese Flintenheinis, ne? Oh, er lässt von mir ab. Was, wenn ich ihn jetzt hier attackiere? Zack. Oh, alles klar, greif mich halt durch die Wand an. Holy moly. Aua, aua. Und ich bin Reparino. Okay.
Tschüss. Oder folgst auch mir hier lang. Ah, hier folgt er mir nicht lang. Was soll er denn hin? Ah, er weiß wieder voll geheilt. Okay. Das kann ein bisschen dauern, bis wir den fertig haben. Ich muss mich erstmal echt um die ganzen Typen bei ihm kümmern, dass die nicht mehr nerven können. So, wir rasten nochmal. Denn wer rastet, der rostet, ne? Könnte ich einfach an den Heinis auch einfach vorbeilaufen? Müsste eigentlich gehen, oder? Zack. Wir sollten ja nicht hier hochkommen können. Ist ja dieser Lunden-Heini da. Der erregt jedes Mal meine Aufmerksamkeit. Sonst werden wir mich jedes Mal haben. So, warten wir jetzt, bis seine Typ da weg ist. Würde ich sagen. So, der hat jetzt was mitbekommen, ist aber egal. Da oben, der gibt Alarm. Was bist du denn für einer? Was kommt da für einer angelaufen? Ist ja wohl super flink. Jetzt wisst ihr, wo ich bin. Ja, komm her! So. Wer ist das? Ist das der Boss? Ne. Kommt denn auch irgendein angelaufen? Oder was? Mann. Nervige Typen. Ups. Ich hoffe mal, der Boss sieht mich jetzt nicht. Bleibst du wohl da unten? Gott sei Dank. Zack. Zack. Was bist du denn für einer? Fort mit dir. Ist hier unten noch jemand? Nee. Aber ihn zu killen ist echt Spaß, oder? Wir gehen erstmal weiter. Wir müssen ihn ja gar nicht töten. Denn hier geht es nämlich auch noch weiter. Zack. Hier ist nämlich noch ein Rastpunkt. Den würde ich gerne freischalten. Bam. Sehr schön, weil dann haben wir nämlich ein leichteres Spiel eigentlich. Und da war noch was. Kügelchen. Okay. Er backte fest. Er hatte sich bemüht. So, jetzt der General ganz alleine. Sollte er zumindest. Da läuft er. Huiuiuiui, okay. So. Okay. Oh, ich kann auch den Mikiri Konter gegen ihn machen. Was?
Ui. So, aua. Trinken wir erstmal was. Da, den da. Wie kann ich den am besten kontern? Ah, ich sollte nochmal was trinken. Aua. Okay. So. Aua. So. Oh, okay. Aua, fuck. Na, komm. Hab ich dich? Jawohl, ich hab dich. Hui! Ha, Gebetsperle, nice. Oh, da habe ich wie bekommen. 155 gibt's für den Eisenschrott, das kennen wir auch schon. Da ging jetzt gerade die Pumpe. Holy shit. Ich dachte, wir sterben noch. Bin ich ehrlich. So, haben wir jetzt alles hier? Ich glaube, ja. Holy moly, was haben wir hier noch? Ach, ich weiß gar nicht, was hier ist. Da gibt es Konfetti. So, Tempelhinweis. Kehrt um. Ihr werdet leben wollen, wenn ihr leben wollt. Kopflose können nicht enthauptet werden. Unsere Schwerter und Lanzen sind nutzlos. Ach ja. Zack. Jetzt müssen wir darüber springen. Holy shit, ja, das ist. Das wird auch noch zu einem Weg, zu einem Boss dieser Weg, aber dieser Boss ist etwas, das wir nicht machen wollen werden, wollen erstmal. Weil der übelst hart ist. Gigantchi haben wir, glaube ich, auch schon. Ich komme schon. Achso, da muss ich hin. Oh fuck! Ich lebe aber noch. Wir haben echt den Sprung verkackt. Wir haben es geschafft. Holy shit, ich dachte, ich sterbe jetzt. So, ist hier noch was? Nee. Und hier wird es direkt stockfinster. Holy shit. So. Und. Da unten sollten wir eigentlich was sehen, genau da. Da sehen wir das Monster, aber das ignorieren wir jetzt einfach erstmal. Denn wir gehen hier hin. Wir wollen da hoch. Zack. Zack. Und zack. Und dann wollen wir hier scheinbar lang. Oh ja! Und hier lang. Kommen wir irgendwie hoch? Sieht so aus, kommt man da hoch. Egal. So, machen wir hier hin. Dann zack, zack. Okay. Komische Frösche. Der Echsen. Die anscheinend einen vergiften wollen. Oh, ich bin vergiftet. Bevor ich jetzt sterbe. Zack. Das mal lieber. Wäre jetzt gewickt, wenn ich jetzt noch sterben würde. Nochmal ein Konfekt. Jetzt können wir noch hier hoch. Denn hier. Ah, Gegenmittelpulver. Sehr schön. Göttliches Gras. Ah, das ist cool. Jetzt kann ich ja komplett heilen. So. Können wir hier die Tür aufmachen. Da-da-da-da. Da haben wir den Weg nämlich auch gemacht. Dann haben wir hier unten nur noch den bösen, bösen Geist, der ein böse, böse wehtun kann. Für Steam.
Ich hoffe, er hat ein Foto gemacht. Kann man die Tür öffnen jetzt hier? Nee, okay. Ja gut, so, der Boss ist... Liegt auch ein bisschen komisch, oder? Ja. Oh, nochmal ein Bild. Da haben ganz viele komische Bilder. So. Ja, zu der Burg wollen wir, glaube ich, auch. Aber da kommen wir halt nicht hin, weil... Ja, Weg kaputt. Deswegen müssen wir uns halt jetzt... So dahin begeben anscheinend. So, wir wollen rasten. Wenn der wer rastet, der rostet. Kappe. So, haben wir das. Und ich überlege gerade, was sollte das, das. Sollen wir das lassen für heute? Oh. Oh, ach ja, da war ja das hier noch. Stimmt, ich erinnere mich. Ja. Oh ja. So. Oh, können wir Fallschaden? Nee. Vom Fluggreifhaken, ja, das kennen wir ja schon. So, hier ist nix. Oh. Oh ja. Und... Oh. Ja, stimmt, da war ja noch diese riesige, eklige Schlange. Holy shit. Ich erinnere mich an sie. So. Schnell hier hin. Oh Mann. Die mag uns, glaube ich, gar nicht. Würde ich gerade vermuten. Ist so nah. Ich habe eine Schlangenallergie. Kappa. Ja. Guck die andere Seite. Guck nicht hier. Hier ist keiner. Ja, ich weiß, das Gras bewegt sich schön. Vielleicht schmeckst du mich auch, aber ich bin nicht schmackotastisch. Bin nicht zum Schmecken da. Oh ja. Zack. Schnell weg. Holy shit, sie hat mich wohl gesehen. Okay. Oh, da ist sie schon wieder. Bitte tu mir nix. Oh, die... Oh, sie sieht mich. Oh Gott, wie soll ich... Wo soll ich denn lang? Ist auch nix. Was soll ich lang? Kann ich irgendwie hoch? Oh Gott. Was macht sie da? Oh. Sie ist über mir. Kommt sie nicht mehr weg, oder was? Achso, ich kann mich hier festhalten. Holy shit. Oh nein. Sie wird mich jetzt weghauen, oder? Oder auch nicht. Oh. Holy moly.
Ja, guck mal darüber. Na, ja, klappt das? Ich weiß es nicht. Hui. Wir haben es geschafft. Und jetzt kommt diese Szene. Oh nein. Oh ja! Und jetzt laufen wir lieber. Denn eine Schlange, die so angefressen ist. Wow. Da hoch. Schnell. Autsch! Was? Sie hat mich doch gekriegt? Holy shit. Oh. Oh. Oh, hoffentlich hat sie jetzt genug von mir. Oh mein Gott. Ist sie weg? Holy shit. Da ist noch Loot. Oh, die hat es einfach fast gewonnen. Akkus Konfekt, danke. Da oben sind auf jeden Fall wieder Gegner. Und da ist ein Schrein. Oh, Gott sei Dank. Konfekt wieder. Puh! Ja, wir rasten auf jeden Fall. Holy shit. Oh, das ist ein Zwerg. Oh, natürlich sieht er mich. Ja. Aber. Zack. Luda. Kräuterverzeichnisseite, eine herausgerissene Seite aus dem Ashia-Kräuterverzeichnis. Eine Kolumbie von Pflanzen und Kräutern, die Knallsamen wächst von Natur aus in Schluchten und tiefen Tälern. Den Bewohnern des versunkenen Tals zufolge eignen sich solche Orte für einen Heiratsantrag an der großen Schlange. Heiratsangebot an der großen Schlange. Wer Braut werden möchte, muss den Bauch Schlangental betreten. Was? Die Leute sind Leute freiwillig in die Schlange reingegangen? Wollt ihr mich verarschen? Warum gehen die Leute freiwillig in die Schlange rein? Ah, da kommt ein Dicker. Okay. Holy shit. Da ist einer einzeln. Ah, da können wir lauschen. Der Schiefbauer hat ihn erschreckt. Oh. Da, jetzt bist du aber auch tot. Oh, da kommt jemand. Handvoll Asche. Auch noch was? Kügelchen, sehr schön. Lässt sich nur von der anderen Seite öffnen, war ja irgendwie klar, ne? So. Ach, der geht wieder zurück. So, der führt hier nur so ein bisschen Patrouille. Ja, dann bist du tot. Zack. So. Oh ja. Ich erinnere mich, falls ihr den Trailer gesehen habt, da kommt ein berittener Gegner. Ach ja, das hat wir schon mal Sorgen, ne? Oh, danke. Für euer Loot. Ist auch noch eine Erinnerung. Oh. Gucken wir uns aber später erst an. Ist das Tote von euch?
が上がっておる。行部様か。ああ、まさに鬼行部。あのお方がおれば、アシナもまだまだ安泰よ。ああ。Okay, der Ticket schlendert darum. Kann ich mich als nächstes um den da? Ah ja. Das ist halt ziemlich cool, dass man halt so die Moves hat. So. Sammeln nochmal. Hoffentlich sieht der mich jetzt nicht. Scheinbar nicht. Das ist dumm as fuck. So, können wir hier hin? Oh. Oh. Aua. Stirb. Schalle, hast du Typen mit Speeren. So. Ist auch noch Loot. Keramiksplitter. Ist ja noch. Hallo? Reichtum und nochmal ein schwerer Geldbeutel. Cool. Ein schwerer Geldbeutel. So. Und dann würde ich sagen, wir rasten jetzt nochmal und dann können wir uns in der nächsten Folge uns dem Boss hier widmen. Ach, an Holz kann ich mich nicht festhalten. Okay. Na gut, dann würde ich sagen, ist auch noch was drauf? Ne, ist nur ein Schatten, okay. Gut, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao.